Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist es endlich soweit. Meine neue Standheizung kommt endlich. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, habe alles schon vorbereitet, damit ich die einbauen kann, weil die werde ich tatsächlich noch brauchen. Ich habe nämlich vor, die nächsten Tage, beziehungsweise morgen wahrscheinlich, oder übermorgen, spätestens übermorgen, oder vielleicht von Freitag auf Samstag in der Nacht, eine Tour zu starten. Die soll so ungefähr so, ja, 8 bis 10 Tage gehen, und ich habe mir überlegt, ich fahre gen Süden, und es kann durchaus sein, dass wir noch mal richtig ordentlich Winter bekommen, und dafür brauche ich definitiv die Heizung, aber ohne geht's nicht. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, hier mit der dünnen Decke noch mal in der Kälte zu schlafen. Habt ihr im letzten Video bestimmt gesehen. Und genau, ja, in dem Video wird es eigentlich darum gehen, dass ich jetzt meinen Trip starte. Ich werde jetzt noch die Heizung einbauen. Gut, dann habe ich noch einige andere Sachen zu erledigen. Das wird dann erst morgen passieren. Genau, ihr seht, hier ist so ein bisschen Chaos hier in der Butze, weil, ja, ich will nicht sagen, dass ich im Stress bin, aber ich habe halt wichtige Dinge zu tun. So, die Heizung ist endlich angekommen. Dann schauen wir mal. Ich bin so ein dämlicher Trottel, ne? Jetzt habe ich eine 24er Volt Heizung. Ich könnte so richtig abkotzen, weil ich habe doch überhaupt nicht darauf geachtet, dass ich eine 24er jetzt bestellt habe, versehentlich. So, jetzt habe ich trotzdem alles ausgepackt. So, ich habe eine Lösung dafür gefunden. Ich habe mir einfach einen Step-Abwandler bestellt. Der macht dann von 12 Volt auf 24 Volt. Hier so ein kleines Teil, was ich da zwischen den Stromkreis hänge. Und dann sollte es tatsächlich funktionieren, weil ich habe jetzt keinen Bock, die zurückzuschicken. Und dann irgendwie erst Montag, Dienstag, Mittwoch loszufahren. Das kann ich nämlich total vergessen, weil dann hat sich nämlich alles erledigt. Jetzt habe ich Gott sei Dank eine Lösung dafür gefunden. Ja, dumm. Ja, dann läuft die jetzt auf 24 Volt und ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ne? Ich habe eine Lösung gefunden. Das Ding kommt halt morgen und ja, einmal eingeklemmt, fertig, und dann läuft alles. Ist das ein kleines Mini-Ding? Das ist echt niedlich. Niedlich. So, jetzt habe ich den Step-Up-Wandler endlich bekommen. Das ist so ein kleines Teil. Und das sorgt dafür, dass die Standheizung von 12, also dass die Bordspannung von 12 Volt auf 24 Volt erhöht wird. So, ich habe den Step-Up-Wandler jetzt dazwischen gehangen. Jetzt wird es spannend. Ich hoffe, sie springt jetzt an. Okay, passiert nichts. Warum passiert denn da nichts? Ja, Freunde, an der Stelle, ihr habt ja gesehen, die Standheizung funktioniert nicht, weil dieses scheiß Display im Eimer ist, wie ich feststellen musste. Jetzt kann ich die Firma, habe ich schon versucht zu kontaktieren. Ist natürlich samstags keiner da. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, den Trip jetzt erstmal zu verschieben um eine Woche. Also sprich Anfang April, weil es macht für mich einfach keinen Sinn, jetzt loszufahren über die Berge und so. Es wird schweinekalt und ohne Heizung habe ich einfach keinen Bock im Auto zu pennen. Das tue ich mir nicht an. Deswegen trifft sich für mich auch besser, weil mein neuer Arbeitsvertrag ist auch noch nicht da. Den muss ich auch unterschreiben und zurückschicken. Und wenn ich jetzt weggefahren wäre, dann hätte sich das nochmal wieder um 10 Tage verschoben. Und das ist eigentlich für mich ist das ganz schlecht, weil gewisse Dinge vom Arbeitgeber organisiert werden müssen. Deswegen, ja, verschieben wir es jetzt um eine Woche. Und ich hoffe, dass das Wetter dann in Mitteleuropa schöner wird und wärmer, weil vielleicht seht ihr es. Gut, jetzt scheint gerade die Sonne, aber es ist windig und es ist echt ein verdammt kalter Wind. Ja, Leute. Jetzt ist eine Woche vergangen und mein Ersatzteil für die Standheizung ist immer noch nicht gekommen. Tja, Pech gehabt, fahren wir halt ohne. Das Wetter wird insgesamt wohl wärmer sein als die letzte Woche. In Italien wird es halt auch ein bisschen, da wo ich hinfahre, so um die 20 Grad geben. Und ja, dann nehme ich halt ein paar Decken mit und so und dann passt das auch. Da mache ich mir jetzt absolut keinen Kopf. Ihr seht da hinten erstmal alles komplett leer. Ich war jetzt gerade ein bisschen bei Familie, wir haben heute Ostern und ja, ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Jetzt geht es gleich irgendwann los und ich bin froh, dass ich unterwegs bin und endlich mal wieder Camping erleben darf. Endlich mal wieder unterwegs sein, anderes Land, andere Ecken erkunden. Also ich kann es schon kaum erwarten, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich bin mal gespannt, was uns so erwartet. Ich werde es natürlich alles auf Kamera festhalten, ist ja wohl ganz klar. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir so alles erleben werden, was ich erleben werde vor allem. Und wahrscheinlich werden wir wohl in den Schweizer Alpen ein bisschen Schnee sehen. Ohne Heizung ist natürlich ein bisschen doof. Könnte ungemütlich werden. Ich habe 3 Decken dabei und eine Notfallheizung, aber die zeige ich euch vielleicht mal später, wenn ich sie wirklich brauche. Und dann sollte es schon eigentlich gehen. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie
mädchenhaft hier veranlagert. Ja, das Wetter könnte ein bisschen schöner sein. 21 Grad haben wir. Eigentlich ganz nett. So, ich bin jetzt endlich on the road. Ich habe die Karre komplett vollgepackt. Die Dachbox oben drauf und alles. Ich hatte jetzt das alles nicht mitgefilmt, weil die Zeit ist einfach viel zu knapp gewesen und ich wollte so schnell wie möglich weg. Oh, der erste Halt ist in ungefähr 6 Stunden. Da habe ich mir einen ganz netten Spot irgendwo ausgesucht. In der Schweiz natürlich. Also wir müssen das definitiv noch bis zur Schweiz schaffen heute. Weil ohne geht nicht. Also ist ja wohl ganz logisch. Deswegen, ich will so schnell wie möglich hier weg. Wir haben 18.09 Uhr. Die Straßen sind hoffentlich frei. Wir haben Ostersonntag. Ihr seht, das Fahrzeug ist vollgepackt. Gerade war es leer, jetzt ist es voll. Es sieht sehr wohnlich aus, richtig gemütlich. So richtig schön urig. Ich kann es kaum erwarten, endlich heute Nacht hier zu schlafen, ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also, ich bin auch froh, dass ich jetzt mal rauskomme für ein paar Tage, sprich da ja, ungefähr 2 Wochen, Pi mal Daumen. Und mal sehen, was wir noch so alles erleben werden. Alle Systeme laufen zum Glück. Die Batterie wird schön geladen. Also nicht die Batterie im Motorraum, sondern die Batterie hinten. Ich habe ja bestimmt mal erwähnt in so ein paar Videos, dass ich noch eine Lithium-Batterie hinten verbaut habe. Das kann ich euch mal zeigen, für die, die es noch nicht wissen. Und für die, die hier gerade neu auf dem Kanal sind, ich verreise hier mit einem Ford Mondeo Kombi aus Baujahr 2011. Den fahre ich schon sehr lange, habe schon 335.000 Kilometer runter. Und der tut immer noch super seinen Job. Ich habe viele Reisen damit gemacht, habe drin eine Zeit lang gewohnt, für anderthalb oder knapp 2 Jahre. Für die Leute, die es halt noch nicht wissen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, ich kann da mal ein paar Videos verlinken oder ihr guckt einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Boah, guckt euch das mal an. Hammer. Und dahin diese Regenschürze. Geil. Ja, ich mache jetzt mal kurz eine Pause, weil ich muss nämlich was essen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe einen Kalorienumsatz von knapp 3000 und habe wahrscheinlich nur 500 gegessen. Das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt noch einen Blitz einfangen würde, könnte. Ach, krass. Und dieser kalte Wind gerade. Das ist echt der Hammer. Und hier stehe ich ganz einsam und verlassen. Ja, ihr seht, ich habe meine Dachbox wieder drauf gemacht, weil die ist unbedingt notwendig. Somit generiere ich natürlich jede Menge Platz. Jetzt werde ich erstmal eine Kleinigkeit essen, weil ich merke wirklich, wie mein Körper so ein bisschen runterfährt. Muss mir jetzt mal irgendwas hier zusammenbasteln. Ich habe ja zum Glück hier meine Kühlbox. Die ist natürlich brechend voll mit allem Möglichen. Da hinten ist der Wasserkanister. Und da hinten, ich weiß nicht, so ungefähr 20 Liter Wasser, also Trinkwasser. Ja, damit sollte ich erstmal für die nächsten Tage gut ausgestattet sein. Einkaufen will ich jetzt unbedingt nicht zu meiner Hauptlieblingsbeschäftigung machen. Ja, dafür werde ich wenigstens mit allen schönen Sonnenuntergang belohnt. Verdammter Berg! Ja, vielleicht sieht man es ein bisschen. Doch die Hammer-Aussicht. Kommt leider auf der Kamera nicht so rüber. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt, aber der ganze Nebel oder dieser Dunst, das kommt von den ganzen Feuern, was sie hier machen. Das riecht man aber auch. Kommt wahrscheinlich nicht so gut auf der Kamera rüber. Das ist so herrlich, ne? In der Dämmerung zu fahren, nichts los und dann mit diesem Rotlicht im Nacken. Das ist doch, ich weiß auch nicht, also für mich ist das der Oberhammer. Coole Mucke und dann einfach treiben lassen. Sage ich jedes Mal, ich finde es einfach nur Premium. So, und wir arbeiten uns langsam voran. Wir haben noch 3 Stunden 56. Ich werde aber versuchen, irgendwo noch vor der Grenze zu tanken, weil der Sprit soll ziemlich teuer sein. Und dann haue ich mir nochmal die günstige Plörre hier rein, irgendwo in Deutschland, also kurz vor der Grenze. Und damit soll ich in der Schweiz gut auskommen. Ich glaube in Italien, ich weiß gar nicht, wie da die Spritpreise in Italien sind. Ja, drauf geschissen. Sprit brauche ich so oder so, aber ich muss ja nicht übermäßig viel zahlen für den Mist. Bei dem Ersparten, da bleibt vielleicht eine gute italienische Pizza für mich übrig. Also das ist echt der Oberhammer. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, die, weiß ich nicht, 10. Baustelle. Und ich bin auf der A45 immer noch. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Weil die letzte Baustelle hatte irgendwie, glaube ich, 30 Kilometer.
Und jetzt kommt die nächste und wieder die nächste und jetzt die Baustelle. Also ich weiß hier nicht, was in Deutschland los ist. Ich meine, ich weiß es schon, aber ja, es ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da hinten ist die Frankfurter Skyline. Natürlich ist sie wieder bedeckt. Herrliche Raststättenromantik. Nichts los. Dafür habe ich mir jetzt erstmal einen richtig schönen überteuerten Kaffee geholt für 5 Euro. Ich hoffe, der taugt was. Habe jetzt keinen Bock, mir selber einen zu machen. Der Tank ist jetzt ein Viertel leer und 400 Kilometer. Ich habe den seit dem letzten Volltanken einmal genullt. Ich bin mit einem Viertel Tank und die Nadel steht ja noch nicht immer ganz da drauf. 400 Kilometer gekommen. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Fahrzeug. 5,4 Liter Durchschnittsverbrauch, also im Langschnitt. Top. Also ich werde die Karre niemals abgeben. Ich weiß nicht warum, aber ich werde es niemals tun. Der wird noch mindestens eine halbe Million Kilometer machen, wenn nicht sogar mehr. Es läuft doch alles wunderbar hier. Ich weiß nicht, wofür ich ein neues Auto brauche. Und damit die Leute mir das auch glauben, 5,4. Okay. Und ich habe noch 943 Kilometer Reichweite. Das heißt also, ich könnte 1300 Kilometer safe weit kommen. Und ich sage auch immer wieder, für mich alleine, was soll ich mit so einem riesen Camper? Klar ist das Luxus, das ist geil. Und später, wenn ich alt bin, vorausgesetzt, ich bleibe noch bei meinem Plan, klar wird es ein größerer Camper, logisch. Aber für mich alleine reicht das doch völlig aus. Was soll ich brauche doch nicht mehr. Ich habe alles, was ich brauche, außer eine funktionierende Standheizung gerade. Aber ja, mein Gott, wird ja auch immer wieder funktionieren. Ich glaube, das nächste Gewitter ist im Anmarsch. Ich habe es gerade auf jeden Fall blitzen sehen am Horizont. Man sieht, es fängt an zu regnen. Oh, ich hoffe, ich bekomme heute mein Gewitter. Ah, herrlich, wie ich dieses Rotlicht liebe, ne? Und dann diese Musik. Meine eigene Partybude. Ich finde das echt den Oberhammer. Ich finde das echt das Oberhammer, dieses Licht. Einfach nur klasse. Ich feiere das richtig hart. Vor allem kannst du hier deine eigene Party schieben und keine Sau juckt. Vor allem, wie bescheuert das von außen aussehen muss. Die Leute, die denken auch bestimmt, Alter, hat er einen geraucht? Ich liebe das, das ist so geil. Ah, das ist Leben ohne Witz. Ungefähr 40 Kilometer bis zur Grenze. Jetzt habe ich eine Tankstelle gespottet, beziehungsweise einen Autohof. Ich hoffe, der Sprit ist wenigstens so unter 1,80, 1,70. Weil ich habe nämlich keinen Bock, in die Schweiz zu tanken. Da kostet der Sprit nämlich über 2 Euro. So, ich habe endlich Diesel gefunden. Tatsächlich habe ich für den Liter 1,71 Euro bezahlt, kurz vor der schweizerischen Grenze. Ist auf jeden Fall günstig. So, ich bin 683 Kilometer gefahren, habe 33 Liter reingetankt. Ja, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ich hier auf 100 Kilometer verbraucht habe. So, endlich in der Schweiz. Absolut kein Problem. Wir wurden nicht kontrolliert, also beziehungsweise ich. War ganz, ganz locker flockig, nur die andere Seite war halt ein bisschen komisch. Und ja, alles prima. Bis zu meinem Schlafplatz sind es noch ungefähr 17 Minuten. Und ich bin auch echt froh, dass ich gleich im Bett liege. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist das schön. Wir haben kurz nach 1 und es ist in Basel nichts los. Absolut gar nichts. Gott sei Dank. Also ich habe mir echt die richtige Zeit dafür ausgesucht. Und zu meinem Spot sind es jetzt noch 4,6 Kilometer. Ja, das gefällt mir schon mal gut. Häuser sind verschwunden. Jetzt müsste ich hier irgendwo abbiegen. Okay, alles klar. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Bin mal gespannt. Ich weiß nicht, könnt ihr die Aussicht sehen? Hammer! Wir sind auch fast auf 400 Meter. Und ich fahre hier durch den Wald. Also das klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend, dass ich heute Nacht Ruhe habe. Ich meine, wir sind ja schon mitten in der Nacht, aber ich werde morgen auch definitiv auspennen. Hammer. Das ist doch schon mal ein netter Empfang, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir so den Routenverlauf angucke, dann sieht das auch schon mal vielversprechend aus.
Ich habe mir den Spot von Park4Night ausgesucht. Also das ist halt so eine App, wo man halt Campingstellplätze und freie Plätze, Spots findet, sucht und so weiter. Und ja, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Abzweigung, hier ist auch ein Parkplatz. Aber ich fahre mal lieber zum angegebenen Spot. Aber das sieht schon mal sehr, sehr schick aus. Gefällt mir sehr. So, jetzt wird der Weg auch immer, immer schmaler. Und jetzt haben wir noch einen Kilometer ungefähr und dann bin ich mal gespannt. Ah, komplett leer. Wunderbar, perfekt. Hier auf der Seite. Super. Top. Und dann drehen wir mal ein paar Runden. Ich habe da schon ein Eck gesehen. So. Angekommen. So, ich habe mich jetzt endlich umgezogen. Ich bin echt im Arsch gerade. Genieße aber irgendwie so ein bisschen die Ruhe. Und ich muss mich daran gewöhnen. Achso, das hatte ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Ich habe jetzt eine neue Kamera. Deswegen sieht wahrscheinlich alles so ein bisschen anders aus als gewohnt. Der Weitwinkel nicht mehr so groß ist und so. Ich habe mir mal eine Sony Alpha gekauft. Die soll gut zum Film sein. Schießt auch sehr gute Fotos und hat deutlich mehr Vorteile als die Actioncam, die ich habe von DJI, weil die kackt jedes Mal ab wegen zu hohe Temperaturen, sogar zu niedrige Temperaturen. Das heißt, ich mache ein Video, quatsch die ganze Zeit auf einmal, schaltet sich die Kamera ab. Das habe ich so oft gehabt und jetzt habe ich mir gedacht, komm, hole ich jetzt mal was Vernünftiges. Und deswegen, ich kann sein, dass ich immer seitlich weggucke, weil ich habe den Bildschirm quasi links von euch. Deswegen seht es mir nach. Ich muss da noch ein paar feine Einstellungen machen, aber ich mache bis jetzt halt einen guten Job. Besser als die Actioncam von der Handhabung her, weil einmal einen Knopf drücken, sofort Aufnahme da. Naja, ich würde sagen, das Video endet jetzt an dieser Stelle. Ich werde jetzt schlafen gehen. Natürlich zeige ich euch jetzt im nächsten Video den Spot, ganz klar. Ich denke, das Material wird jetzt erstmal genügen für die erste Folge. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Tag, was auch immer. Lasst es euch definitiv gut gehen und bis demnächst.